So, herzlich willkommen zu unserer Mobico-Webinarreihe rund um Themen der betrieblichen Mobilität. Heute geht es um den Mobilitätsbudget Push-Up 2024, Transformation, neue Regulatorik und Nachfragetrends. Dazu habe ich mir natürlich wieder ganz viele tolle Experten eingeladen. Ich stelle mich kurz selber vor, ich bin Andreas Reichert, aus dem Mobico-Team, einem der führenden Mobilitätsbudget-Anbieter in Deutschland. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was hat sich denn beim Mobilitätsbudget alles getan? Was hat sich im letzten Jahr getan? Also wir starten mit einer kurzen Vergangenheitsreise. Dazu würde ich ein paar Zahlen präsentieren aus der Brille unserer Nutzerinnen, wie in welcher Form da das Mobilitätsbudget nachgefragt wurde. Und dann bin ich natürlich total froh, heute Experten dabei zu haben, die das Ganze nicht nur aus der Mobico-Nutzerbrille betrachten, sondern wirklich ja, eigentlich einen globalen Blick, aber heute mal einen europäischen Blick auf die Nachfragetrends beim Mobilitätsbudget werfen. Ja, von der nicht ganz unbekannten Unternehmensberatung McKinsey, würde ich sagen, haben wir die Experten Kersten Heinicke dabei. Er ist Partner und Co-Leader bei McKinsey und leitet das Center for Future Mobility. Dementsprechend, ich glaube, wenn ich nicht ganz schlecht informiert bin, McKinsey hat ja auch nicht nur Einblicke in Marktdaten weltweit, sondern auch natürlich branchenspezifisch. Und ihr beratet ja auch die eine oder andere Regierung. Also es ist, glaube ich, ganz spannend, immer zu erfahren, was ihr da so für Erkenntnisse gesammelt habt. Ich freue mich sehr drauf und natürlich auch auf dich, Janan. Du bist Engagement Managerin bei McKinsey & Company und kennst dich auch ganz gut mit Employee Benefits im Allgemeinen aus. Und ja, da sind wir ganz gespannt, von euch dann die Einblicke zu bekommen. Und sozusagen als Sahnehäubchen der Dramaturgie, sage ich jetzt mal, Elena, wirst du den krönenden Abschluss dann nachher machen und wirst uns ein bisschen was dazu erzählen, was bei der Regulatorik zum Thema Mobilitätsbudget dieses Jahr noch zu erwarten ist. Was hat sich da eigentlich im letzten Jahr getan? Gibt es da eine Steuerreform? Gibt es da keine? Gibt es da einen Inzentivierungsausgleich zum Dienstwagen? Wir werden es hören. Ich bin selber ganz gespannt. Alle Details kenne ich ja selbst noch nicht. Aber ich würde jetzt erstmal wie immer mit unserer Umfrage loslegen. Für die, die das erste Mal jetzt dabei sind, Sie können Fragen stellen über den Fragen-Tab unten. Und wenn Sie dort eine Frage sehen, zum Beispiel von der Sandra Engle steht da gerade, wird das Webinar aufgezeichnet, um später noch einmal reinzuschauen. Das kann ich mit Ja beantworten. Das Ganze wird Ihnen per E-Mail zugeschickt. Und die Aufzeichnung gibt es auch hier, gibt es dann auf YouTube und kann man sich auch nochmal anschauen. Wenn Sie mal natürlich Fragen stellen wollen, auch vor allen Dingen natürlich nach der Elena ganz zum Schluss, dann würde ich Ihnen empfehlen, bleiben Sie dabei und stellen Sie hier die Fragen. Sie werden nämlich gleich beantwortet. Genau. Sie können dann die Fragen, wie gesagt, upvoten, wenn Sie eine Frage sehen, die Sie auch interessant finden. So habe ich so ein bisschen den Überblick, welche Fragen ganz besonders von Interesse sind. Ansonsten werde ich jetzt kurz eine Umfrage veröffentlichen, bevor wir uns mit den Daten und den Nachfragetrends beschäftigen. Wie immer finden Sie die gleich hier im Bildschirm. Und die ist diesmal ziemlich lang, deswegen werde ich sie nicht komplett vorlesen. Aber passend zum Thema interessieren wir uns natürlich für Ihre Meinung, welche Features sind beim Mobilitätsbudget absolute Must-Haves? Wie gesagt, ich lese jetzt nicht alle vor. Es fängt an mit automatisierter Abrechnung aller Belege inklusive Lohnnebenkostenoptimierung, Buchbarkeit des ÖPNV und so weiter. Sie können mehrere auswählen und sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, werden wir dann auch die Ergebnisse sehen. Und dann würde mich natürlich nachher interessieren von euch, Kersten und Janan, ob sich das auch so ein bisschen mit euren Ergebnissen deckt, die ihr vom Markt beobachtet habt. Also es ist ein dichtes Rennen gerade. 18% bisher, 19% aller Befragten sagen, die digitale Belegerfassung ist wichtig. Und das schwankt immer so ein bisschen mit der automatisierten Abrechnung aller Belege inklusive Lohnnebenkostenoptimierung. Und dann kommt schon das Thema Buchbarkeit des ÖPNV. Gut, spannend. Können wir noch weiter beobachten. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein in die Präsentation. Wie versprochen, gebe ich einen kurzen Einblick in die Zahlen, Daten, Fakten aus unserem Mobilitätsreport. Den haben wir im Dezember schon besprochen, meine Kollegin Nicola und ich. Wer da also mehr dazu wissen will, der lädt sich den Report am besten selbst runter oder schaut sich auch die Aufzeichnung vom Dezember nochmal an. Aber vielleicht hier nochmal so ein paar ausgewählte Highlights. Irgendwer hat, glaube ich, zurückgeklickt. Ja, jetzt haben wir es.
Höhe der vergebenen Mobilitätsbudgets. Wie wurden die in 2023 von unseren Kunden vergeben an ihre Mitarbeiterinnen? Und wie hat sich das verändert im Vergleich zu 2022? Wenn man sich jetzt mal ganz links anschaut, die Budgethöhe 0 bis 50 Euro, da sieht man, da gab es wieder einen ganz großen Anstieg. Wenn ich da jetzt noch weiter zurückgehen würde in der Zeit, würde ich sehen, ganz am Anfang der Mobilitätsbudgets konnte man sehen, das waren hauptsächlich ganz kleine Budgets, die dort vergeben wurden. Das heißt, so das Mobilitätsbudget als Ersatz zum klassischen Jobticket war so der initiale Use Case, kann man sagen. Das hat sich dann schon wieder so ein bisschen verändert gehabt. Jetzt so mit der Rückkehr vom ÖPNV in Form des Deutschlandtickets ist da auch wieder der Anteil wieder deutlich größer geworden. Also das Mobilitätsbudget auch wirklich als flexible Alternative zum Deutschlandticket in klassischer Form einzuführen, indem man sich da eben viel Abhilfe bei der Buchbarkeit schafft und auch die Abrechnung hinten automatisiert. Das haben viele verstanden. Dafür eignet sich ein Mobilitätsbudget super, dass ich als Unternehmen keinen Abrechnungsaufwand mehr beim Deutschlandticket habe. Also da gab es ein großes Comeback. Dann sehen wir aber im Vergleich zu 2022 eine ziemliche Ausdünnung im Mittelfeld. Ja, da war es in 2022 noch so ein bisschen, ich will nicht sagen gleichmäßig verteilt war, aber gleichmäßiger verteilt war, gab es in 2023 eine Ausdünnung. Und dann haben wir ganz rechts bei den 300 bis 500 Euro Budgets und 500 bis 800 Euro Budgets sozusagen wieder die Fuhrpark-Cases. Und das ist der zweite große Anwendungsfall, den wir hier sehen, nämlich das Mobilitätsbudget einzuführen, um Kosten im Fuhrpark zu reduzieren, Prozesskosten zu reduzieren, um eine Parkraumbewirtschaftung beispielsweise wieder effizienter zu machen, um zu einem Right-Sizing zu animieren, um die Elektrifizierung der Flotte besser voranzutreiben. Wie das ganz genau funktioniert, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da kommen Sie am besten auf uns zu oder auf einen meiner Kollegen, wenn Sie da mehr wissen wollen. Aber das ist das, was die Daten jetzt hier an der Stelle ganz gut zeigen. Wenn wir jetzt mal in die Budgethöhen gehen, und ich nehme jetzt mal nur hier diese Gruppe 0 bis 50 Euro. Wie gesagt, wenn Sie die anderen Budgetgruppen jetzt auch noch sehen wollen, dann müssen Sie hier den Mobilitätsbudget nochmal runterladen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Aber jetzt mal anhand dieser Gruppe ist ganz spannend natürlich zu sehen. ÖPNV und das Deutschlandticket machen den Löwenanteil aus. Wunderbar, bei 0 bis 50 Euro Budget pro Mitarbeiter pro Monat ist das ja auch ganz klar dieser Use Case. Ich gebe das hauptsächlich dafür aus, dass man das zum Pendeln verwendet und dementsprechend viel ÖPNV nutzt, weil er natürlich auch steuerlich ganz besonders gefördert wird. Trotzdem sehen wir auch noch einen relativ hohen Anteil beim Tanken, 17%, auch in dieser Gruppe. Das ist ja auch dieser ganz klassische Tankkarten-Case, wo man sagt, ich gehe hier über den Sachbezug und kann dann steuerfrei meinen Mitarbeitenden sozusagen das Tanken ermöglichen. Als grüne Mütze freue ich mich immer natürlich, wenn das Mobilitätsbudget viel genutzt wird, um auch wirklich nachhaltige und geteilte Mobilität zu fördern. Aber die Realität sieht noch ganz klar auch so aus, dass das Auto und das Tanken hier eine wichtige Rolle spielt beim Mobilitätsbudget. Wenn wir uns jetzt mal die Ausgaben pro Mobilitätskategorie angucken und wie sich das verteilt hat in den Jahren 2020 bis 2023, dann sehen wir in vielen Bereichen auch noch gar nicht so eine große Entwicklung. Wo ich es ganz spannend finde, ist beim ÖPNV ganz am Anfang gleich hier links. Da ist man im Prinzip im Vergleich zu 2020 unter das Ausgangsniveau gekommen. Ja? Also wenn ich hier auch die Berechnungsgrundlage mir anschaue, durchschnittliche Ausgaben in Euro pro Kategorie, dann sind wir hier sogar leicht wieder runtergekommen. Ja? Obwohl das Mobilitätsbudget ja die ÖPNV-Ausgaben steuerlich incentiviert werden. Beim Tanken haben wir doch einen signifikanten Anstieg auch wieder gesehen. Ja? Und bei der Shared Mobility haben wir eigentlich den größten Rückgang gesehen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Frage, die ich heute mal in den Raum werfe, mal gucken, ob es da eine Antwort drauf gibt. Wenn man jetzt den ÖPNV mit Shared Mobility in Zukunft besser verbindet, gibt es dann ein Wiederaufleben der Shared Mobility? Und die Daten, die wir hier sehen bei den Mobico-Nutzerinnen, finden die sich überhaupt in anderen Unternehmen wieder? Wir haben ja nur einen ausgewählten Einblick. Ja. Abschließend kann man noch sagen, beim Zug und beim Taxi hat sich jetzt nicht besonders viel verändert. Beim Zug eher im im Nachkommastellenbereich und beim Taxi ist es leicht zurückgegangen. Dann würde ich jetzt die Bühne übergeben. Ich weiß gar nicht, wer von euch anfangen möchte an der Stelle, Janan oder Kersten. Normal würde ich sagen Ladies first, aber das dürft ihr mir jetzt sagen. An wen darf ich denn zuerst übergeben?
Wir machen das etwas anders. Wir machen nicht Ladies first, sondern wir machen Ladies last, but definitely not least today. Vielen lieben Dank dir. Und ich habe es zwischenzeitlich, wie ihr seht, auch geschafft, mal einmal meinen Hintergrund dem Ganzen entsprechend anzupassen. Was wir gerne machen würden, ist ein bisschen das teilen, was wir in den letzten Monaten, Jahren zum rund um das Thema Mobilitätsbudget in Anführungsstrichen erarbeitet haben. Wir versuchen das heute in einer kurzen und knappen Art und Weise, freuen uns auf reichlich Fragen und auf reichlich Diskussionen und keine Sorge werden euch als Zuschauer und Zuschauerinnen auch nicht mit einer Folienschlacht heute langweilen. Was haben wir uns vorgenommen? Wir haben eigentlich im Wesentlichen drei Themen auf der nächsten Seite. Wir wollen einmal ganz kurz das Center for Future Mobility vorstellen und was eigentlich diese Einheit innerhalb von McKinsey macht. Dann wollen wir einmal zeigen, was ist eigentlich Mobility-Budget aus unserer Sicht, was sind die Kernsegmente, was ist vor allem auch die Value Proposition den Kunden gegenüber und den Kundinnen gegenüber. Und dann einmal ein bisschen diskutieren, wie können wir eigentlich das gesamte Thema Skalierung weiter vorantreiben und welche Gelegenheiten, welche Möglichkeiten gibt es hier noch, um das Ganze zu skalieren. Drei, vier Sätze zum Thema Future of Mobility und warum beschäftigt sich McKinsey eigentlich mit diesem Thema und wie tun wir das? Es ist bei uns inzwischen ein sehr relevantes Thema. Wir haben mal so 200 Kollegen und Kolleginnen global, die nichts anderes machen, als sich eben mit diesem Thema Future of Mobility zu beschäftigen. In diesem 200-Personen-Team haben wir auch 40 Kollegen und Kolleginnen, die nichts anderes tun, als verschiedene Forecasts zu machen, also sich anzuschauen, wie möchte sich eigentlich der Kunde, der Nutzer anders fortbewegen, wie verändert sich die Mobilitätsnachfrage, was bedeutet das dann für den Modalmix, was hat das für Implikationen für die verschiedenen Value Pools, für Geschäfte wie Mobility as a Service, für den öffentlichen Nahverkehr, aber eben auch für die neuen Themen wie autonomes Fahren und natürlich auch für die klassische Autoindustrie. Und wir schauen uns dann weitere Themen an, was bedeutet das Ganze eigentlich in Bezug auf CO2-Emissionen und so weiter und so fort. Das ist also ein relativ breites Team, relativ breite Analyse, die wir machen. Und das Mobility-Budget als solches beschäftigt uns als McKinsey auch schon innerhalb der Firma seit einigen Jahren. Wir haben nämlich vor circa 10 Jahren mal unsere Dienstwagenregelung in Anführungsstrichen überarbeitet. Und zu dem Zeitpunkt festgestellt, dass sich die Kollegen und Kolleginnen gar nicht unbedingt andere, größere, schnellere oder auch teurere Dienstwagen wünschen, sondern eine ganz andere Art und Weise, über das Thema nachzudenken. Und da haben wir bei uns damals und auch noch relativ mit der Hand am Arm, was die Softwarelösung dahinter geht, man könnte auch sagen, das war alles manuell, schon ein Mobilitätsbudget als Alternative zum Dienstwagen für die dienstwagenberechtigten Kollegen und Kolleginnen eingeführt. Und es war von vornherein sehr populär, was auch wiederum uns dazu geführt hat, im Center for Future Mobility uns das Thema noch genauer anzuschauen, weil wir nämlich festgestellt haben, dass von den neuen Kollegen und Kolleginnen, die dazukommen, je nach Office bis zu 80% der Dienstwagenberechtigten eben von vornherein auf das Thema Mobility-Budget gehen und gar nicht mehr auf den klassischen Dienstwagen gehen. Vielleicht einen Schritt weitergehend. Was ist eigentlich das gesamte Thema Mobility-Budget? Ich glaube, ich muss das hier in der Runde nicht vorlesen. Aber im Endeffekt ist es ein Budget, mit dem man verschiedene Arten von Transport nutzen kann. Wir haben eben die Zahlen von Andreas gesehen, wie sich das in den letzten Jahren in Deutschland verteilt hat und entwickelt hat. Und im Endeffekt, warum würden Unternehmen das eigentlich machen? Ja, wir haben es damals gemacht, primär, weil es von den Mitarbeitenden kam als Wunsch. Und weil es natürlich auch dadurch damit zur Mitarbeiterzufriedenheit beigetragen hat, beziehungsweise weil dieser Benefit des Dienstwagens, den wir schon bei uns immer im Portfolio hatten, für die meisten Kollegen und Kolleginnen dann natürlich immer weniger attraktiv wurde. Wir haben natürlich auch einen gewissen Bias in unserer Population, sprich die meisten Kollegen und Kolleginnen, die bei uns neu anfangen, sind eben unter 30, wohnen in der Regel in Großstädten und zumindest mal vor Corona war es ja auch als Berater durchaus üblich, 4 Tage die Woche mindestens mal unterwegs zu sein. Das heißt, man hat jetzt auch beim normalen Commuting relativ wenig Nutzen des klassischen Dienstwagens gehabt. Aber uns ging es eben auch um das gesamte Thema Social Impact, vor allem auch um die Frage, wie können wir unsere CO2-Emissionen reduzieren und wie können wir mehr Mobilität von Mitarbeitenden aus dem klassischen verbrennergetriebenen Dienstwagen,
In Klammern, inzwischen haben wir auch keine Verbrenner mehr. Bei uns gibt es in Anführungsstrichen nur noch Elektroautos, wenn jemand dann doch noch einen Dienstwagen möchte. Aber wie können wir die Kollegen und Kolleginnen auch aus diesen Fahrzeugen in CO2-neutrale und grünere Alternativprodukte bringen? Und das war bei uns ein weiteres Thema. Und darüber hinaus, wenn wir jetzt das Ganze mal von McKinsey lösen und sagen, welche weiteren Gründe gibt es überhaupt für ein Unternehmen, das Ganze zu machen, ist es natürlich mit Sicherheit auch eine Frage der Kosteneffizienz, wenn wir uns das gesamte Thema Flotten anschauen, Dienstwagenflotten, wenn wir uns das Thema allgemein Mitarbeitendenflotten anschauen, ist das mit Sicherheit ein weiterer Punkt, egal ob man dann eine Kombinatorik aus Dienstwagen plus Mobilitätsbudget anbietet oder eben komplett auf Mobility-Budget umsteigt, ist es mit Sicherheit etwas sehr, sehr Attraktives. Und ich glaube, das gesamte Thema Mitarbeitermobilität oder Mitarbeitendenmobilität und wie schafft man es auch, den einen oder anderen wieder zurück ins Büro zu bringen, spielt mit Sicherheit das Mobility-Budget auch eine sehr, sehr große Rolle. Und damit würde ich jetzt in der Tat an die Jianan übergeben für die ein oder andere, für den einen oder anderen Detailgrad noch zum Thema Mobility-Budget und ich freue mich später auf eure Fragen. Müsstest dich noch unmuten. Sorry. Kannst du mich hören? Ah, super. Danke, Kerstin. Ich werde dann anschließend noch ein paar Perspektive über den Marktsegment und auch Kundensegment halten. Also erstens nach unserer letzten Analyse von so selektiv europäischen Märkten würden die Serviceable Marktgröße im 2026 mehr als um ungefähr 60 Millionen Mitarbeiter erreichen. Und davon sehen wir dann die Top-Märkte, also Deutschland, UK, Frankreich, Italien und Spanien. Und die fast so ungefähr 70% den Marktanteil besetzen. Und für Mobility Budget gibt es vor allem so drei Hauptkundensegmente nach unserer Analyse und auch so Interviews mit dem Industrieexperten. Und die haben auch in verschiedenen Größen von Unternehmen, Value Proposition und vor allem auch in Decisions Persona. Der erste Segment ist dann die Large Corporate, die so ungefähr 10-15% der Marktanteil besetzen. Und wir definieren also Large Corporate als Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeiter haben. Die Use Case für Mobility Budget für die sind sehr oft die Employee Benefit, die von Mitarbeiter aufgefordert werden und dann auch zum Firma Auto Downsizing, um Kosten der Firma zu reduzieren oder Employee Branding sowie Social Impact zu verstärken. Und auf Basis dieser Use Cases sind die Decision Persona normalerweise die HR oder Fleet Managers in Corporate und für die sind sehr oft schon wichtig, also die Compatibility mit den jetzigen Corporate-System und Verfügbarkeit der Produkten in mehreren Städten, also sowie Urban und Suburban Region und dann auch Partnerschaft, Stabilität, Reliability wegen des Scales von der ganzen Implementierung. Im zweiten Segment sehen wir dann das Mid-Size Company. Die haben normalerweise 50 bis 1000 Employee, haben wir so definiert. Und sie haben dann nach unserer Analyse zum 5% der Marktanteil beigetragen. Use Case von dem sind sehr oft zum Employee Benefit, weil von unseren Interviews und Beobachtungen sind viele solcher Zielunternehmen eigentlich die Fast Grow Unternehmen, die Tech Unicorns und Startups. Und deswegen betrachten sie die HR oder das Unternehmen auch Mobility Budgets als eine der HR oder Talent Retention Strategie. Und Key Persona sind sehr oft die HR Manager. Aber das CXO-Level oder CEO-Level sind auch eigentlich ganz offen mit der Entscheidung verbunden, wegen der Größe des Unternehmens. Und für die sind dann Flexibility vom Scaling und Sizing schon sehr wichtig, sowie die Verfügbarkeit von Funktionen und die Produkten. Und dann zuletzt ist noch die Small-Mid-Size-Company. Wird schon eigentlich einen größeren Marktanteil besetzen, so circa 50-60%. Aber das ist so eine so große so Tail Customers und Use Case für die sind sehr oft die Employee Benefit und dann auch sehr wichtig die Scalability und auch Flexibility wegen ihrer Größe. Und für die sind normalerweise die Decision Persona, so CXO Level oder die Founder, die direkt als zuständiger Partner für Mobility Budget ist.
Und in der nächsten Seite haben wir noch, genau, also wenn wir dann zu der nächsten Seite gehen. Janan, darf ich kurz eine, bevor du auf, genau auf die Folie gehst, vielleicht eine Frage stellen? Ganz kurz zu den Publikumsfragen, wer gerade zuhört. Wir gehen schon noch auf die Fragen ein. Also warten Sie gerne bis zum Schluss, nur damit du auch Bescheid weißt. Du musst die jetzt nicht alle beantworten und mitlesen. Da kümmere ich mich schon drum. Aber ich habe jetzt mal direkt eine Frage zu dieser Folie, weil nämlich ganz spannend, diese Mid-Size-Companies, die ihr mit ungefähr 5% beziffert, das ist eigentlich gerade fast so ein bisschen unsere Fokuszielgruppe, würde ich sagen. Wir haben auch ein paar Large Corporates dabei, aber gerade diese Upper-Mid-Market, würde ich sagen, ist so die große Zielgruppe bei uns. Aber ihr sagt ja hier, das ist eher so, der macht wirklich den kleinsten Anteil aus. Hat das was damit zu tun, dass ihr den ganzen europäischen Markt betrachtet? Oder würdest du sagen, auch in Europa, auch in Deutschland ist das richtige Verhältnis? Ja, das war eine gute Frage und ein guter Punkt, weil das ist hier nur die Analyse von Marktgröße oder Marktanteil. Aber eigentlich, wenn wir so richtig schauen, wer ist so der Quick Wins oder die, let's say, first Acquisition Group für Mobility Budget Player, dann eigentlich Midsize Company ist normalerweise die priorisierte Kundensegment für Expansion, weil erstens, die haben schon normalerweise höher Bedarf für mehr flexible und attraktive Employee Benefit, weil sie gerade sehr in der Fast-Growing-Phase ist. Und zweitens, sie sind auch für diese Fast-Growing-Tech-Company Unicorn, sie sind auch so relativ tech-flexibel und mehr advanced. Und deswegen können sie auch schon schnell die Mobility-Budget-Lösung adoptieren. Und genau, also das sehen wir eigentlich auch in derselbe Richtung. Dankeschön. Kerstin, du wirst es vielleicht noch einen Punkt teilen? Ich wollte noch ergänzen, es ist in der Tat so, es ist leider das kleinste, aber wahrscheinlich auch gleichzeitig das attraktivste Segment, wie so oft das der Fall ist. Wir hätten es natürlich noch viel gerne, dass das rechte Segment auch das ist, was am schnellsten sich dem Thema annimmt. Bisher haben wir das nicht gesehen, beziehungsweise es ist natürlich auch wesentlich mit Klinkenputzen zu tun und verbunden, wenn man die ganzen kleineren Companies abklappern möchte. Aber Andreas, deine These, dass ihr euch hauptsächlich mit den Midsize-Companies beschäftigt, mit dieser Art von speziellen Companies, das ist, glaube ich, etwas, was wir durchaus auch am Markt sehen. Also es ist spot on. Und wenn alle so wären von der Entscheidungsfindung, dann hätten wir wahrscheinlich schon deutlich mehr Mobility-Budget im Markt, als das heute der Fall ist. Genau. Und dann zuletzt würden wir noch ganz kurz teilen über Opportunity für Scale-Up. Und also das sehen wir eigentlich so fünf, also vor allem fünf Opportunities und oder Challenges. Und wegen der Zeit würde ich nur ganz kurz ein paar Highlights vom ein paar Highlights sprechen. Und ihr könnt auch gerne unsere Publication, die wir letztes Jahr Ende letztes Jahr publiziert haben, beim können Sie schon schauen, da haben wir auch im Detail über diese fünf Opportunities gesprochen. Also die Top 2 Opportunities sind tatsächlich die User Experience and Reimbursement Process und dann auch die Integration von verschiedenen Transport Modes und besonders auch Public Transport. Da habe ich auch gerade ganz kurz unsere Umfrage gesehen. Ich denke, die Ergebnisse stimmen schon in der Richtung zu. Was wir auch gemacht haben mit einem größeren Population. Also für die Unternehmen, die wir eine Umfrage, mit denen wir eine Umfrage gestellt haben, betrachten sie auch so mehr als 80% die Top 2 Challenges, die Automatisierung, der ganze Reimbursement Prozess und auch die Digitalisierung die digitale Belege fassen. Und bei den Transport sind tatsächlich Public Transport die Nummer 1 Transport Mode für alle Kunden und auch für End-User. Und deswegen sind es auch schon die wichtige Opportunity für Scale-Up. Wobei bei Implementierung ist es normalerweise eine Herausforderung, eine Public Transport Option zu integrieren, wegen auch die sehr fragmentierten System und auch die APIs. Und dazu sehen wir auch die Opportunity in enhancing the offering mit anderen Employee Benefits, weil jetzt gibt es auch eigentlich Benefit nicht nur in Mobilität, sondern auch bei Food und Entertainment, also Food Voucher zum Beispiel. Und deswegen ist es auch eine gute Opportunity, um verschiedene Benefits zu integrieren. Und danach noch diese In-House Policy and Regulatory Expertise,
Und das kann vielleicht Elena danach noch mehr teilen mit ihrer Expertise. Und dann zum Ende noch die Concept und Brand Awareness. Weil nach unserer Umfrage eigentlich, also in Deutschland die Umfrage, haben 40% die Responses, die haben gesagt, so, okay, sie kennen Mobilitätsbudget, aber nicht so gut, was ist die Concept und so. Und deswegen ist auch ein Bereich, die man schon für Scale-Ups mehr gucken können. Genau, und wie gesagt, für mehr Details könnt ihr gerne unsere latest Publication schauen und wir können auch gerne später in der Q&A austauschen. Ja, genau, vielleicht könnt ihr ja sogar noch hier in den Fragen-Chat, könnt ihr gleich, wenn Elena ein bisschen redet, noch suchen und den Link gerne hier in den Fragen-Chat mit reinschieben, dann können sich die Teilnehmer das auch mal angucken, parallel könnt ihr gerne machen. Ja, so, total spannende Ergebnisse, die du hier präsentierst und vielleicht noch so ein, zwei Sätze zu dem ganzen Optimierung der User Experience beim Reimbursement-Prozess. In meiner Erfahrung waren die ersten Ideen vom Mobilitätsbudget eigentlich immer, es muss alles in einer App buchbar sein. Das ist eigentlich so die Fantasie. Eigentlich idealerweise muss ich nicht mehr was buchen, ich bewege mich nur noch und es wird dann automatisch das richtige Ticket für mich gebucht und mit meiner Buchhaltung vernetzt und eigentlich muss keiner mehr irgendwas machen. Das ist ja so die Fantasie gewesen. Und jetzt finde ich es aber spannend, dass immer mehr klar wird, als allererstes muss dieses Abrechnungsthema gelöst werden, weil es so viele verschiedene steuerliche Regelungen gibt für die einzelnen Reisezwecke. Und das können die Unternehmen nicht selbst machen, weil es bringt nichts, wenn ich 5 Leute einstellen muss, um 100 Mitarbeiter abzurechnen. Dann lohnt sich das Ganze nicht. Ja. Dass das wirklich eines der wichtigen Kriterien ist. Und das Letzte, was du gesagt hast, in Richtung allgemeine Benefits zu gehen. Ich glaube, das können wir auch ganz gut unterstreichen aus unserer Erfahrung, dass eben viele, auch kleinere Unternehmen, wie du es ja so schön dargestellt hast, auch wirklich gleich nach mehreren Benefits suchen. Und die aber tatsächlich eher ihre Mobilität managen wollen als Ganzes, weil sie wirklich mindestens 2 Angebote einführen wollen und da auch das Thema Cost Efficiency noch mit betrachten, die brauchen dann tatsächlich auch eher eine Mobilitätsplattformlösung, ja, die das Mobilitätsbudget abbildet und nicht eine Benefit-Aggregationslösung, wo eben Mobilitätsbudget irgendwie ein kleiner Teil davon ist. Also das deckt sich auch komplett mit unserer Erfahrung auf dem deutschen Markt, was du da gerade gesagt hast. Danke dafür die Einblicke. Habe ich dich jetzt abgewürgt, Jenan? Mir war es nicht ganz klar. Wolltest du noch weitersprechen? Oder soll ich jetzt übergeben? Du kannst das gerne übergeben. Das ist schon sehr gut. Ja, danke, Andreas. Genau. Also such gerne nochmal eure Studie raus und teile die hier. Ich glaube, da gibt es großes Interesse dran. Genau, bevor ich jetzt an Elena übergebe, noch einmal die Fragen, die ich hier sehe. Da gibt es einige, die beziehen sich auf die Daten vom Mobilitätsreport. Da würde ich es auch mal ganz einfach machen und den Link zum Mobilitätsreport dazu posten, sozusagen hier. Dann kann man sich das auch nochmal in Ruhe angucken und bei Interesse auch gerne einen Termin mit uns vereinbaren und dann auch diesen Mobilitätsreport gerne diskutieren mit uns. Das würde ich jetzt nur nicht im Detail in dieser Runde machen, dafür ist die Zeit ein bisschen zu knapp. Aber Elena, ich würde jetzt erstmal an dich übergeben, bevor wir dann auch noch den Kollegen von McKinsey ein paar Fragen stellen am Ende. The stage is yours. Erzähl uns, was haben wir zu erwarten? Ja, yeah. Hallo, ist schon Abend, ja 16:30, genau, guten Abend. Erstmal an alle Teilnehmenden, danke Andreas für die Einladung und für die Einleitung. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich werde auch ein bisschen darüber erzählen, wer eigentlich Zukunft Fahrrad ist, warum wir uns mit dem Thema Mobilitätsbudget befassen als Fahrradverband und was eigentlich politisch bei diesem Thema die letzten 1,5 Jahre so passiert ist und wo wir jetzt damit stehen. Ja, mein Name ist Elena Leitler-Zettelmeier. Ich arbeite für Zukunft Fahrrad und leite dort den Bereich strategische Kooperation. Wer ist Zukunft Fahrrad? Ich nehme an, dass vielleicht nicht alle von Ihnen bereits von uns gehört haben. Wir sind ein Branchenverband und auch klassische Interessenvertretung der innovativen Fahrradwirtschaft. Und uns gibt es seit gut 4 Jahren. Wir haben mittlerweile rund 100 Mitglieder, also Unternehmen aus allen Bereichen der Fahrradbranche. Das heißt dann vom Hersteller, Komponentenhersteller, Zubehörhersteller, Fahrrad, Cargo-Bike, E-Bike, S-Pedelecs, alles, was Sie sich vorstellen können, über Händler, aber auch eine ganz große Palette an Dienstleistern aus dem Fahrradbereich, wo zum Beispiel Mobilitätsbudgetanbieter dazu gehören, aber auch Dienstradleasinganbieter, Abo, Fahrradabo, Sharing etc. Also die ganze Palette.
Ja, wir beschäftigen uns seit etwa anderthalb Jahren ganz aktiv politisch und inhaltlich mit dem Thema Mobilitätsbudget. Einmal genau als politisches Thema, aber insbesondere als steuerpolitisches Thema. Und ich würde Ihnen gerne am Anfang erstmal ein bisschen Kontext geben, warum wir als Fahrradverband uns eigentlich so viel damit beschäftigen. Es ist nämlich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so augenscheinlich, insbesondere deshalb, weil wir die Fahrradbranche mit der Dienstleistung Dienstradleasing und den steuerlichen Bedingungen, die ja sehr, sehr günstig sind für das Dienstradleasing ist extrem erfolgreich. Aber haben wir ja schon alles erreicht. Warum befassen wir uns jetzt noch so intensiv mit dem ganzen Thema Mobilitätsbudget? Da würde ich Ihnen gerne ein bisschen den Kontext darlegen. Wir als Fahrradverband, wir betrachten die Verkehrswende wirklich gesamtheitlich. Also uns geht es wirklich auch darum, das Verkehrssystem insgesamt effizienter und gerechter aufzustellen. Und da muss man einfach an ganz, ganz, ganz vielen kleinen und großen natürlich auch, aber auch an ganz vielen kleinen Stellschrauben drehen. Und einige dieser Stellschrauben, die wirken ganz, ganz direkt. Natürlich, es werden mehr Fahrradwege gebaut, das sind ganz direkte Stellschrauben, aber es gibt auch ganz viele Stellschrauben, die wirken eher indirekt. Und das Mobilitätsbudget, das sehen wir unter anderem auch da. Wir sehen gerade im Bereich Pendlermobilität, betriebliche Mobilität und auch das, was Unternehmen verändern können, vielleicht auch da, wo die Politik jetzt in der Praxis gar nicht irgendwie so viel macht, sehen wir einen riesengroßen Hebel, das Gesamtsystem positiv zu beeinflussen. Wir wissen, dass 2/3 der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland gewerblich sind. Jeder 5. neu zugelassene Pkw ist ein Dienstwagen und gerade diese Dienstwagen sind halt oft sehr groß, sehr schwer, teilweise übermotorisiert. Diese Dienstwagen, die diffundieren dann in den Gebrauchtwagenmarkt und die prägen dann natürlich noch ein weiteres Jahrzehnt das Bild auf unseren Straßen, unser Verkehrssystem. Wir wissen, dass gerade die großen, schweren, übermotorisierten Autos für alle anderen Verkehrsteilnehmenden vielleicht nicht so angenehm sind oder auch den Platz nehmen, gefährlich sind. Und da sehen wir natürlich beim Thema Mobilitätsbudget, jeder, der keinen Dienstwagen hat und sich dann eher auf nachhaltige Verkehrsmittel einlenkt, ist für uns als Fahrradverband natürlich ein Gewinn. Wir haben 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Die meisten von denen sind irgendwie in irgendeiner Form unterwegs. Die Hälfte aller Pendelstrecken, also wenn wir jetzt wirklich nur mal das Thema Pendelmobilität angucken, ist in Deutschland unter 10 Kilometer. Das ist wirklich nicht so viel. Fahrrad, E-Bike, S-Pedelec ist natürlich nicht für alle geeignet, aber in Wirklichkeit für viel, viel, viel Menschen, als die es aktuell schon nutzen. Alltagswege, die Hälfte aller Alltagswege ist unter 5 Kilometer. Das sind eigentlich wirklich keine Distanzen. Wir sehen da einfach noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial für aktive Mobilität. Und natürlich, meine Vorredner haben es auch schon erwähnt, das Thema betriebliche Mobilität, Nachhaltigkeit in der betrieblichen Mobilität, es ist ein hochaktuelles, hochrelevantes Thema für ganz viele Unternehmen in Deutschland und in Europa. Wir haben das Thema verschärfte Nachhaltigkeitsberichtspflichten. Da hat es ja von Mobico auch schon ein Webinar zugegeben, die auf europäischer Ebene jetzt peu à peu auch weiter eingeführt und verschärft werden und wo immer mehr Unternehmen drunter fallen. Wir haben das Thema Fachkräftemangel. Wie kriegen wir die in die Unternehmen? Wie halten wir gute Leute in den Unternehmen? Also das ist ja auch ein branchenübergreifend Riesenthema. Es wurde schon angesprochen, wir haben das Thema Kosten, Dienstwagenkosten. Es sind hohe Kosten, Stellplatzkosten, wo sich jetzt auch langsam viele Unternehmen irgendwie bewusst werden, was da eigentlich für ein Geld reingeht. Genau, und es ist auf jeden Fall, die Dynamik hat jetzt wirklich angefangen bei den Unternehmen, dass es ein Umdenken gibt, dass man sich nach Alternativen umschaut. Und das ist eigentlich auch unser Thema als Verband, unser politisches Thema, unsere politische Botschaft, Wahlfreiheit. Was wir eigentlich möchten, erreichen möchten, ist, dass die Menschen natürlich auch im Privaten, in unserem Verkehrssystem, aber auch im Bereich betriebliche Mobilität wirklich eine Wahlfreiheit bekommt, das Verkehrsmittel nutzen zu können, was sie wirklich möchten. Von unserer Seite aus natürlich gerne auch mit einem leichten Nudging Richtung nachhaltige Mobilität, aber erstmal geht es uns wirklich ums Thema Wahlfreiheit. Ja, last but not least, Fahrradverband eignet sich ganz ausgezeichnet, Akteure aus dem Mobilitätsbereich zusammenzubringen. Warum ist es so?
Das Fahrrad wird nie irgendeinen Alleinanspruch in unserem Verkehrssystem haben. Es ist eigentlich relativ klar definiert, wo man das Fahrrad einsetzen kann und wo nicht. Wir sind super praktisch auf kurzen und mittleren Strecken, aber alles andere, alle langen Strecken, alle langen Distanzen und Sonstiges sind einfach anderen Verkehrsmitteln vorbehalten. Und das ist irgendwie ganz klar definiert und deswegen stehen wir da gar nicht in so einem harten Konkurrenzverhältnis zueinander. Das Fahrrad funktioniert nur im Wechsel oder im Verbund mit anderen Verkehrsmitteln. Wir sind sowieso immer im Austausch mit den anderen. Und deswegen, ich werde es gleich noch weiter erläutern, ist es für uns easy, da irgendwie Allianzen zu bilden und solche großen Themen dann im Verbund voranzubringen. Ganz kurz, Elena. Ja? Soll ich für dich weiterklicken oder machst du selbst? Ach so, genau. Sorry. Oh, ich habe es vergessen. Ja, kannst du mal. Nee, du hast völlig recht. Danke. Danke für die Erinnerung. Genau, ja. Wo liegt jetzt eigentlich das Problem, wenn es die Unternehmen doch so wichtig finden? Andreas hat es eben auch schon erwähnt, das werden viele von Ihnen natürlich auch irgendwie wissen. Viele Unternehmen schrecken davor zurück, weil sie die Einführung und die Verwaltung des Mobilitätsbudgets aktuell für zu aufwendig halten. Es müssen verschiedene Abteilungen oft eingebunden werden, Buchhaltung, Personalabteilung, IT, etc. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, das Mobilitätsbudget als Pauschalbetrag in Form einer Gehaltserhöhung bereitzustellen oder als Sachbezug in Form einer Gutscheinkarte. Die Modelle möchte ich aber heute gar nicht eingehen. Ich werde heute insbesondere darüber sprechen. Ich beziehe mich heute auf die Möglichkeit der Rückerstattung der Mobilitätskosten als Barlohn, wo man dann auch die verschiedenen Steuerbegünstigungen nutzen kann und dann natürlich auch je nach Weg richtig zuordnen muss. Also darüber werde ich heute sprechen, weil das ist der komplizierte Teil, der verändert werden muss, unserer Meinung nach. Genau, also aktuelle steuerliche Rahmenbedingungen sind zu komplex und zu kompliziert. Das ist ganz, ganz häufig an uns herangetragen worden. Wir wollen das haben, Mobilitätsbudget, super Ding, brauchen wir, super modern. Es ist aber einfach zu kompliziert. Je nach genutzten Wegezweck, das Mobilitätsbudget wird ja sowohl für betriebliche Wege als auch privat genutzt, sind unterschiedliche steuerliche Regeln zu beachten. Und diese, das muss man dann natürlich die Wege mit den Belegen hinterlegen und der Arbeitgeber muss es dann richtig einordnen. Das sind natürlich Prozesse, die aufwendig sind. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss für uns, zwei Dinge müssen passieren. A, einfachere Administration, B, einfachere Besteuerung. Beim Thema einfache Administration können wir als politischer Verband nicht viel machen. Da gibt es andere, da gibt es versierte Dienstleister, die hier natürlich unterstützend da sind und die da die Expertise haben, dieses Thema vereinfachte Administration anzugehen. Aber natürlich das Thema Veränderung von Steuersystemen, Besteuerung, Vereinfachung, das ist das natürliche Habitat von Verbänden und deswegen haben wir uns jetzt auch damit befasst. Genau, wir wissen natürlich aus dem Fahrradbereich, Dienstradleasing, hier haben wir schon eine ganz einfache und sehr günstige Besteuerung. Und sobald das gegeben ist, gehen solche Produkte dann auch durch die Decke. Das Dienstradleasing ist wahnsinnig erfolgreich. Es ist wirklich, also die Nutzung ist explodiert in den letzten paar Jahren. Und es liegt natürlich auch daran, das heißt, gute steuerliche Rahmenbedingungen, günstige Besteuerung, einfache Anwendung und dann funktioniert das, dann wird nachhaltige Mobilität nachgefragt, dann gehen solche Dienstleistungen einfach durch die Decke. Und genau das Gleiche wollen wir natürlich als Verband auch für das Mobilitätsbudget erreichen. Elena, vielleicht ein ganz kurzer Exkurs an der Stelle. Die gleiche Frage würde ich vielleicht nachher auch Kersten stellen. Was sind denn diese Kosteneffizienzfaktoren? Also was ist es denn beim Dienstrad, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, warum hat das auf einmal so einen Run gekriegt? Was genau wurde da umgestellt? Welche Hebel waren das? Warum wurde es auf einmal so erfolgreich? Genau, also eigentlich ging es darum, wie mache ich es ganz kurz? Also erstmal, Dienstradleasing gab es früher nicht. Das war eine Dienstleistung, die hat überhaupt nicht existiert. Jeder kennt oder müsste eigentlich hier in diesem Rahmen die Dienstwagenbesteuerung, Dienstwagenregelung kennen. Das heißt, es wird ja beim Dienstwagen für die private Nutzung der geldwerte Vorteil besteuert mit 1%. Das ist easy, das ist für alle gleich, das ist schnell anwendbar, das ist steuerlich günstig. Deswegen ist der Dienstwagen so ein weit verbreitetes und erfolgreiches Dienstleistung oder Produkt, je nachdem.
Genau, und Step 1 für das Dienstradleasing war, überhaupt das Fahrrad in diesen steuerlichen Regelungen mal zu verankern, damit man das Gleiche auch, damit es überhaupt die Dienstleistung oder das Ding wie ein Dienstfahrrad überhaupt geben kann. Das war dann Step 1, wurden wir dann quasi dem Dienstwagen gleichgestellt. Das heißt Pauschalversteuerung, Geldwertervorteil, 1%, so hat das alles mal angefangen. Und da auch ein Thema einfache Handhabung, es ist für jeden klar, es ist ganz einfach. Und dann im Sinne der Nachhaltigkeitsbestrebungen sind wir jetzt dem E-Dienstwagen gleichgestellt, also 0,25% Besteuerung des Geldwertvorteils, beziehungsweise 0,25% des Bruttolistenpreises wird dann als Geldwertvorteil besteuert. So, genau, also wir sind jetzt dem E-Dienstwagen gleichgestellt. Also das, Punkt 1. Punkt 2, wenn das Dienstfahrrad zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn bereitgestellt wird, ist es Steuern und Abgaben frei. Auch als Incentivierung für die Arbeitgeber es komplett zu übernehmen. Und wir haben natürlich, was beim Dienstfahrrad jetzt sehr, sehr oft genutzt wird, das ganze Thema Gehaltsumwandlung. Also, dass die Leasingrate dann von den Beschäftigten aus dem Bruttolohn gezahlt wird, was dann natürlich auch wieder steuerliche Vorteile mit sich bringt. Sowohl also für den Arbeitgeber natürlich, weil dieser Sozialabgaben spart. Also ich kann im Prinzip als Mitarbeiter zu meinem Arbeitgeber hingehen und kann sagen, ich möchte das gerne. Hier hast du ein Modell, wo du eigentlich so gut wie gar nicht zahlst. Ich zahle das im Prinzip alles selbst. Und das funktioniert eben aktuell noch nicht beim Mobilitätsbudget, ne? Genau. Mobilitätsbudget setzen wir uns natürlich auch für ein, dass das per Gehaltsumwandlung gemacht werden kann. Wir ermutigen natürlich alle Arbeitgebenden auch beim Dienstradmodell Zuschüsse zu zahlen. Also beim Dienstwagen ist ja oft das Budget irgendwie nach oben hin offen und wir wünschen uns natürlich auch, dass die Arbeitgebenden auch mit aus gesundheitlichen und Nachhaltigkeitsaspekten die Beschäftigten da auch mit Zuschüssen beim Dienstrad mehr unterstützen. Aber müssen sie nicht. Also es ist auch möglich, dass der Beschäftigte das komplett selber trägt. Ja, also die Zahlen, die ich immer so um die Ohren bekomme, sind tatsächlich über 95% sind Gehaltsumwandlungsfälle. Aber auch bei Gehaltsumwandlung gibt es ja Zuschüsse. Also viele Arbeitgeber, die übernehmen dann die Versicherung oder dann ein Premium-Inspektionspaket oder sowas. Also da ist auch zwischen Null und allem ist da eigentlich völlig völlige Flexibilität, was der Arbeitgeber dazu zuschießt. Genau. Dankeschön. Ja, so, hier komme ich zurück. Was wollen wir eigentlich? Was wollen wir jetzt ja eigentlich erreichen im politischen Berlin oder haben wir vielleicht schon erreicht? Das werde ich ganz am Ende verraten. Ja, also die politische Lage, die ist und war auch lange teilweise ein bisschen unübersichtlich in Berlin. Also eigentlich sind sich alle einig, dass etwas geändert werden muss, aber was genau geändert werden soll, das ist natürlich, war das Gegenstand von Diskussionen, würde ich jetzt sagen, ganz normaler politischer Diskurs zwischen ganz verschiedenen Akteuren, ist jetzt nichts Besonderes. Genau. Unser Ziel als Verband und dann auch mit den anderen Verbänden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ist eigentlich dieses ganze Thema Mobilität langfristig wirklich zu professionalisieren im betrieblichen Kontext. Genauso wie die betriebliche Altersvorsorge, die ja auch Eingang in Tarifverträge gefunden hat. Wir wollen dieses ganze Thema betriebliche Mobilität eigentlich auf den nächsten professionellen Level heben. Das ist unser Langfristziel. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Für das Mobilitätsbudget sehen wir jetzt erstmal als ersten Schritt, das ist alles noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber man bewegt sich ja schrittweise nach vorne, auch im politischen Raum, schwebt uns eigentlich so ein Dreiklang vor. Ich habe ja schon gesagt, Dienstradleasing hat eigentlich schon super steuerliche Regelungen und da wollen wir auch nicht dran gehen. Das soll bestehen bleiben. ÖPNV hat gute steuerliche Regelungen, die haben sich bewährt, da wollen wir eigentlich nicht dran gehen. Aber alles andere, was jetzt noch ganz vielen unterschiedlichen Besteuerungsformen und Höhen unterliegt, heißt Bike-Sharing, Car-Sharing, Abos, Kurz-, Mittel-, Langzeitmiete, Taxi, Privatleasing, Bahncard, Diensträder zum Kauf, auch ÖPNV-Einzelticket und so weiter. Alles, was da sonst noch an vielen guten Mobilitätsangeboten, was es sonst noch gibt, das soll quasi unter einer 25% Pauschalversteuerung vereint werden. Wie gesagt, erster Schritt, das ist im Moment das Ziel.
wir wünschen uns natürlich, dass sich irgendwo auch eine Lenkungswirkung Richtung nachhaltiger Mobilität wiederfindet im Endeffekt. Und zum Beispiel das Budget jetzt nicht für Flugreisen oder sowas genutzt werden soll oder man sich das irgendwie anspart und so. Aber ich bin nicht sicher, ob es da im Moment schon politischen Konsens zu gibt, aber das ist jetzt auf jeden Fall unsere Verbandsmeinung. Ja, also das ist der Plan. Was ist jetzt bislang passiert und wo stehen wir eigentlich? Es gibt einzelne Akteure, die jetzt wirklich auch im politischen Raum und im öffentlichen Raum jetzt seit vielen Jahren daran arbeiten, dieses ganze Thema Mobilitätsbudget überhaupt an die Oberfläche zu spülen. Alles, was man ja irgendwie politisch verändern und erreichen möchte, muss ja erstmal eine gewisse Relevanz und einen Druck erzeugen, damit sich die Politik, die Ministerien, die Fachabteilungen diesem Thema ja überhaupt annehmen und einen Bedarf und ja genau, einen öffentlichen Druck verspüren. Und jetzt müssen wir hier aber jetzt mal wirklich was an diesem Thema machen. Genau, es gibt bestimmte Akteure, mehrere, die haben da wirklich über Jahre so solides, aktives Grundrauschen erzeugt, um das Thema immer und immer und immer wieder weiter nach vorne zu treiben. Und wir haben, um das mal zu verdeutlichen, wie schnell sich dieses Thema eigentlich verändert hat, wir haben im Herbst 2021 zu den Koalitionsverhandlungen versucht, das Thema irgendwie in den Koalitionsvertrag reinzubringen über die Grünen. Das war damals, also jetzt vor gut 2 Jahren, völlig undenkbar. Also weder SPD noch FDP sind auf diesen Zug, haben dem zugestimmt. Es war also erfolglos. Und das ist gerade mal 2 Jahre her. Wir haben dann vorletztes Jahr angefangen, gemeinsam mit der Allianz pro Schiene, heißt Bahn, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, ÖPNV und dem Bundesverband Carsharing und wir Fahrrad, also die so die Angebotsseite des Mobilitätsbudgets soweit abdecken, haben wir gesagt, okay, wir müssen dieses Thema jetzt mal gemeinsam vorantreiben, weil wir genau die Akteure sind, die die Angebotsseite stellen, beziehungsweise die Anbieter der Angebotsseite. Und es ist eigentlich die perfekte Konstellation, um das mal voranzutreiben. Genau, haben damit dann angefangen. Dann haben wir Anfang letzten Jahres, also Anfang 2023, haben wir den BDI, also Bundesverband der Deutschen Industrie, als Bündnispartner noch mit dazu genommen und haben dann gemeinsam mit dem BDI auch ein gemeinsames steuerliches Forderungspapier zum Thema Mobilitätsbudget veröffentlicht. BDI ist die Interessenvertretung der deutschen Industrie, politisches Schwergewicht hier in Berlin. Und das hat eigentlich für alle nur noch mal unterstrichen, wie relevant das Thema wirklich auch für Unternehmen geworden ist. Also dem BDI geht es natürlich darum, dass die von ihren Mitgliedsunternehmen angesprochen worden sind. Wir haben Druck, hier unsere betriebliche Mobilität umzustellen Richtung Nachhaltigkeit. Ihr müsst da mal irgendwie was machen, das ist zu kompliziert. Und das ist super für so einen politischen Prozess, weil sobald sich große Unternehmen einschalten und sagen, okay, wir brauchen das jetzt auch, ist es immer genau dieser öffentliche Druck, der dann so langsam erzeugt wird. Genau. Im letzten Jahr, 2023, hat das Thema dann eigentlich ziemlich Fahrt aufgenommen. Man sieht es dann, es kommt dann plötzlich in den Leitmedien, kommen dann immer wieder Artikel, Handelsblatt, FAZ und so weiter. Was ist eigentlich mit dem Mobilitätsbudget, tolle Alternative, wo stehen wir da, was ist das eigentlich und so weiter. Und sobald es in den Leitmedien ist, weiß man eigentlich, okay, das Thema hat jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Und so haben wir dann auch weitere Unternehmen und Verbände gewonnen, die sich dann öffentlich unterstützend geäußert haben. Ganz kurz, Elena. Ja? In einer Minute musst du jetzt zu unserem Höhepunkt kommen, auf den wir alle warten. Ja, jetzt bin ich hier gut. Sagen wir anderthalb Minuten nach. Okay, genau. Ich mach schnell. Widmen. Es ist, okay, ich bin jetzt auch gleich beim Ende. So, ich bin jetzt schon bei Ende 2023. Wir finden es plötzlich in Papieren der SPD-Bundestagsfraktion wieder. Wir wollen ein Mobilitätsbudget, wir unterstützen das, wir wollen steuerliche Veränderungen. Wir haben es seit Ende letzten Jahres, haben wir das FDP-geführte Verkehrsministerium, die sich öffentlich dazu äußern. Mobilitätsbudget, tolle Sache, brauchen wir, müssen wir mehr. Super Ding. Wir haben das Bundesfinanzministerium, was sich pro Mobilitätsbudget äußert. Es hat im Dezember ein Fachgespräch stattgefunden im Bundesfinanzministerium, wo wir waren, wo der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen waren, BDI, Deutsche Bahn,
ThyssenKrupp etc. Und genau, ich gehe jetzt noch kurz darum ein, was da das BMF vorgeschlagen hat, weil das ist eigentlich ganz interessant. Denen ging es eigentlich so ähnlich wie uns. Dienstradleasing ist eigentlich, hat eine gute Besteuerung, ÖPNV hat eine gute Besteuerung. Und was wir jetzt brauchen, sind eigentlich diese 25% pauschal auf alles andere mit einem Deckel von 200 Euro monatlich. Deswegen war die allererste Folie von dir, Andreas, ganz interessant, wie viele Mobilitätsbudgets man damit eigentlich abdecken würde. Genau. Das heißt, wir haben eigentlich ziemlich viel erreicht, und zwar Ampelkonsens. Die Grünen sind dafür, SPD ist dafür, FDP ist dafür, das Verkehrsministerium ist dafür, das Bundesfinanzministerium ist dafür. Wir haben letzte Woche mit dem BMF gesprochen und ich habe auch das Neueste gehört jetzt vom FDP-Europaparteitag, der letztes Wochenende war. Und Christian Lindner hat gesagt, ja wieso, Mobilitätsbudget, das kommt auch jetzt im Jahressteuergesetz. Also, für alle, die es nicht wissen, Jahressteuergesetz kommt normalerweise immer am Ende des Jahres. Das ist so ein Artikelgesetz, wo alle kleinen steuerlichen Regelungen gesammelt werden eines Jahres, die jetzt irgendwie noch abgehandelt werden müssen. Das ist ausgefallen, das soll jetzt aber noch kommen, vor dem Frühjahr. Und alles, was wir wissen, steuerliche Vereinfachung soll in diesem Jahressteuergesetz drinstehen. Wie die Regelungen dann im Detail aussehen, wissen wir noch nicht. Gucken wir uns dann an. Schauen, ob wir da vielleicht noch Änderungen herbeiführen müssen über das parlamentarische Verfahren. Aber ansonsten, ja, also es sieht sehr gut aus, würde ich sagen, dass wir da hoffentlich bald Erleichterungen kriegen. Super. Vielen, vielen lieben Dank, Elena, für diesen dramaturgischen Einblick. Das ist wirklich auf die Folter gespannt. Aber ich fand das mal gut, dass du uns so mit auf die Reise genommen hast. Ich glaube jetzt, die Detailfragen, da gibt es sicherlich noch eine Menge dazu. Welche Mobilitätstypen sind denn eigentlich betroffen? Gibt es da nur eine Gehaltsumwandlung oder nicht? Du hast es eben schon angedeutet, ein paar Details stehen noch aus. Wir bei Mobico werden natürlich dann auch dazu beraten, sobald das Ganze dann auch per Gesetz in Kraft tritt. Genau. Aber vielen Dank schon mal für diesen ganzen Einblick, was da passiert, welche Kraft auch dahinter steht, wie wichtig dieses Thema ist für die Verkehrswende. Jetzt würde ich ein paar Fragen aus dem Publikum noch mit aufnehmen und auch die Kollegen von McKinsey wieder ein bisschen mit einbinden. Ich mache mal unsere Folien ein bisschen kleiner jetzt, damit man uns wieder größer sieht. Genau. Carsten, ich hatte schon angedeutet, beim Thema Effizienz. Wir haben ja gesagt, ihr habt ja auf der Folie auch gezeigt, Mobilitätsbudget verfolgt auch das Ziel bei den Unternehmen, mehr Kosteneffizienz bei den Total Cost of Mobility, sage ich jetzt mal, zu haben. Kannst du da ein bisschen mehr Details nennen, was damit gemeint ist? Also ich glaube, es ist mit Sicherheit nicht der größte und wichtigste Grund. Ja, wir haben ihn deswegen auch eher als dritten dargestellt, als jetzt als ersten oder zweiten. Ich glaube, alles andere, was wir lang und breit diskutiert haben, den Mitarbeitern eine bessere Experience bieten, beziehungsweise vielleicht auch das gesamte Thema andere Benefits fördern, ist mit Sicherheit mit Abstand das, was nach unserem Dafürhalten sehr relevant ist. Kosten sind natürlich immer ein Thema, keine Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene Bereiche, in die man gehen kann. Ja, wir haben ja viel über Abrechnungslogiken diskutiert. Ich glaube, allein schon die höhere Transparenz über das Mobilitätsverhalten, das da ist, hilft, auf der Kostenseite verschiedene Themen zu realisieren. Ich glaube, ein ganz großes weiteres Thema ist die Frage Dienstwagenberechtigung versus Berechtigung für Mobilitätsbudget. Was ist wirklich aus Unternehmenssicht dann das teurere oder die günstigere Lösung? Entweder weil ein Mobilitätsbudget von vornherein, von der reinen Struktur her, inklusive der gesamten Administration, die außenrum notwendig ist, die günstige Variante ist, oder weil vielleicht auch ein Mobilitätsbudget nicht immer komplett in Anführungsstrichen ausgeschöpft wird, gibt es mit Sicherheit da Arten und Weisen, wie das Ganze dann günstiger dargestellt werden kann. Und wenn ich mir dann die gesamte Frage anschaue, nicht nur Flotten an mitarbeitenden PKWs und Flotten an Dienstwagen, wenn ich in der Lage bin, das in irgendeiner Form vielleicht zu reduzieren, effizienter zu nutzen, weil es parallel noch das Mobilitätsbudget als weiteres Thema gibt, habe ich mit Sicherheit auch auf der Kostenseite noch die eine oder andere Einsparung realisiert. Und das ist natürlich einmal attraktiv für die eben viel zitierten mittelgroßen und auch die kleinen Unternehmen, einfach weil natürlich dort immer relativ große Rüstkosten und Erstkosten da sind, wenn ich das Ganze einmal aufbauen muss. Und für die großen Unternehmen ist es, denke ich, ebenso relevant, einfach qua der schieren Größe der Flotte, die teilweise vorhanden ist, beziehungsweise der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die es eben braucht, um diese ganze Flotte auch dann am Betrieb zu halten. Mhm. Und wenn man jetzt mal auf die großen Unternehmen blickt, also zum Beispiel gibt es ja einen Siemens, die wirklich sagen, wir haben hier Zero Emission Strategy.
Und wenn man sich dann überlegt, welchen Anteil die betriebliche Mobilität an Emissionen ausmacht, dann ist es relativ klar, dann muss ich da auch was machen. Dann müssen das auch alle Mitarbeitenden verstehen. Ne? Es ist limitiert, was wir ausgeben können. Das heißt, Parkräume sind limitiert, alles ist limitiert und das Ganze wird jetzt einfach mal einbudgetiert. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Es gibt die Unternehmen, die sagen, wir wollen halt über das Budget auch wieder ein Verantwortungsbewusstsein bei den Mitarbeitenden erzeugen. Es gibt dieses Budget, das könnt ihr ausgeben, wie so ein Taschengeld. Und dann gibt es die, die halt aber eher Angst haben, ihre Mitarbeitenden zu demotivieren, weil sie sagen, wir dürfen jetzt nicht den Dienstwagen irgendwie wegnehmen oder sowas. Das ist ein ganz wichtiger Perk. Und das steht dann so ein bisschen gegeneinander. Ja, und wir sehen das ja auch, glaube ich, bei den Kunden ganz gut, die, die schon diese Überzeugung haben zu sagen, wir müssen jetzt sowohl Parkräume als auch die Flotte letztendlich kostenmäßig deckeln und das verteilen. Die verstehen da relativ schnell den Effizienzhebel und die anderen, die führen es dann auch eher sehr schleppend ein, wo sie sagen, okay, der Dienstwagen ist aber auch ein ganz wichtiges Vehikel zur Mitarbeitermotivation und das wollen wir auch nicht nehmen. Ja, das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder in die Logik, warum sind bestimmte Unternehmen dafür in Anführungsstrichen besser geeignet oder offener? Es ist, denke ich, auch eine Frage der Location. Unternehmen, die vor allem im urbanen, im hochurbanen Raum ihre Standorte haben, für die ist es natürlich einfacher, im Zweifel den Dienstwagen wegzuargumentieren oder andersrum positiv formuliert. Bei denen ist das Interesse der Mitarbeitenden am Dienstwagen deutlich geringer. Das zeigt ja so ein bisschen die Zahl, die ich eingangs über McKinsey erwähnt habe, wie wenige Dienstwagen wirklich bei uns noch genutzt werden, weil es eben aufgrund der Belegschaftsart und der Struktur und auch aufgrund der Location der Leute, der Altersgruppe etc. von vornherein eigentlich schon immer nicht so attraktiv war. Es hat trotzdem jeder gemacht, aber es war eigentlich gar nicht so attraktiv und die Kollegen und Kolleginnen hätten lieber was anderes gewollt. Und ich glaube, das Thema Parkraum ist natürlich auch super spannend, weil, face it, in sämtlichen Büroneubauten ist es nicht unbedingt einfacher geworden, dass jeder Mitarbeiter dann doch mit dem Auto kommt. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ein Blick auf die Zeit, wir haben jetzt noch eine Minute, wir haben ein bisschen später angefangen. Ich würde vielleicht 1-2 Minuten noch überziehen. Publikum kann jetzt nicht antworten, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich möchte nämlich auch gerne hier noch auf ein paar Fragen eingehen. Ich würde mal 1-2 Fragen bündeln von dem Armin Nollen und von Fritz Brors, wo es sehr stark darum geht, wie man eigentlich die Anregungen der Mitarbeitenden einfließen lassen kann. Was sind denn eigentlich so die Produktbausteine, die wichtig sind beim Mobilitätsbudget? Wie sollte man es umsetzen? Janan, vielen Dank für deine Antworten da auch schon mal drunter. Ich glaube, das hilft dir, das allgemein einzuordnen. Ich kann es nochmal so ein bisschen aus der Mobico-Brille beantworten. Die Frage ist, muss man sich vorher immer stellen, was will ich denn erreichen? Wir haben jetzt schon die zwei Bereiche diskutiert, einmal als Benefit das einzuführen, einmal als Mobilitätskostenreduktionsmaßnahme und Emissionsreduktionsmaßnahme des Mobilitätsbudgets. Das ist eine wichtige strategische Frage. Und dann muss ich halt auch gucken, was will ich denn? Will ich eine Überregionalität anbieten? Dann bringt mir jetzt eine Maß-App, die sich auf mein lokales Angebot im ÖPNV und vielleicht Sharing-Angebote bezieht, nicht viel, weil ich vielleicht 5 Standorte habe. Oder meine Mitarbeitenden auch im ländlichen Raum unterwegs sind oder vielleicht auch im Ausland unterwegs sind. Will ich auch das ganze Thema Geschäftsreisen da noch inkludieren? Ja oder nein? Diese Fragen muss ich mir stellen. Das ist dann auch ein wichtiger Baustein und da fallen schon mal einige Anbieter auch weg. Und dann das ganze Thema Payment ist natürlich auch wichtig. Beim Thema Payment geht es ja darum, dass ich gerade nicht über eine Buchungsschnittstelle brauche, sondern ein Zahlungsmittel hinterlege, was mit dem Mobilitätsbudget verbunden ist bei ausgewählten Anbietern. Und die Mitarbeitenden somit nicht mehr in Vorlage gehen. Also ich kann immer erwähnen, maximale Flexibilität, das wäre dann der Reimbursement, wo ich freie Belege einreichen kann, das wäre und das dann rückerstattet wird. Ich habe sonst ein Zahlungsmittel, das kann ich über den Sachbezug laufen lassen. Oder ich habe eben das Thema Direktbuchungsschnittstelle. Das kann immer nur aber zu ausgewählten Anbietern passieren und funktioniert dann selten überregional und schon gar nicht über oder international in dem Sinne, ja. Und diese Fragen muss ich mir halt stellen. Also am Markt hat man gesehen, die ersten Mobilitätsbudgetanbieter international, da waren die Belgier ja ganz weit vorne, die sind sehr von der Buchungsseite gekommen. Das hat am Anfang nicht so super funktioniert, sondern erst als sie nachher auch das Abrechnungsproblem gelöst haben, hat sich dann am Markt langsam durchgesetzt. Also da sieht man so schon so ein bisschen, wie da der Markt reagiert hat. Gut. Blick auf die Zeit. Ich möchte mich jetzt schon mal ganz herzlich bei euch bedanken für eure Expertise. Wir werden natürlich eure Kontaktdaten, euer LinkedIn-Profil dann auch in der E-Mail, die jetzt dann die nächsten Tage kommt, gemeinsam mit der Aufzeichnung von dem Webinar weiterschicken. Und ich glaube, ich darf einfach auch dann einladen, mit euch den Kontakt aufzunehmen, wenn es da weiteren Bedarf gibt, noch mehr Informationen zu haben und sich noch weiter auszutauschen. Ansonsten bleibt mir nur auf unser nächstes Webinar hinzuweisen im Februar. Da geht es dann
da um das ganze Thema Mobilitätskarten, Tankkarten und Corporate Cards. Wir haben heute gesehen, ja, tanken ist immer noch ein wichtiges Thema, auch das Thema Laden ist nicht ganz unwichtig. Und Mobilitätskarten haben auch was mit Mobilitätsbudget zu tun. Ja. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Unternehmen, um meine Mobility Policy über solche Karten abzubilden? Und welche Unterschiede und Auswahl für Unternehmen ergeben sich denn daraus? Das werden wir diskutieren mit Experten aus dem Bereich. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie auch wieder dabei sind. Und in diesem Sinne bleibt es mir nur, mich zu verabschieden und Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Vielen lieben Dank.